Hallo zu einer neuen Runde Pickups. Ich habe wieder eine ganze Menge für die Sammlung bekommen. Was seht ihr gleich? Ich kann euch eins sagen, Abwechslung in den schönen neuen Pickups ist garantiert. Es gibt von allem etwas, bis auf Computerspiele. Die werden immer die haben ein eigenes Pickup-Video bekommen. Aber auch diesmal habe ich meine ganzen neuen oder meine Filmneuheiten auf Blu-ray und DVD, da ist auch was dabei, in ein extra Video gepackt. Und da, entweder kommt das hier nach, oder wird das vorgeschlagen. Schaut mal ein bisschen im Verlauf nach, dann seht ihr das vielleicht auch. Also ich will das so ein bisschen separieren, weil es ist sonst auch einfach teilweise zu lang. Eine ganze Stunde Pickups ist zwar interessant, aber auch anstrengend, habe ich so von euch ein bisschen feedbackmäßig mitbekommen. Deswegen versuche ich das zu separieren, aber jetzt ist es nicht so, dass ich das alles so sehr teilen kann. Deswegen, mache ich es einfach nicht, sondern ich zeige euch jetzt, also nicht weiter separieren, sondern ich zeige euch jetzt das, was ich jetzt hier habe. Hier habe ich jetzt ein bisschen, ganz grob gesagt, ein bisschen Bücher und ich habe Mangas und ich habe Toys und auch Games, aber andere Art. Ja, und ich fange einfach an mit einem Buch. Und zwar, mein Bruder hat sich das Buch gekauft zu Final Fantasy VII Remake Material Ultima. Oder Material. Das ist so ein großer Wälzer, der ist in Englisch. Kostete so um die $40. Ihr seht, was für ein Wälzer das ist. Und der behandelt dieses ganze Spiel und es ist so ein Hintergrund. Ja, ihr könnt hier sehen, ich versuche es mal kurz zu zeigen. Eben halt wird das ganze Spiel so auseinandergenommen, so ein bisschen Making-of-mäßig. Also hier ist wirklich alles von jedem Straßencafé, die Designs, von jedem Logo, was man irgendwo sieht. Hintergründe, Charakterdesigns, die werden die einzelnen Kapitel und so weiter auseinandergenommen, für die Videosequenzen und so weiter, Storyboards. Also ein richtig tolles Buch und sehr, sehr umfangreich. Ich gucke jetzt nochmal ein Charakterdesign von so irgendwas Bekanntem. Eine unserer Lieblingsfiguren doch mal versuchen zu finden, sodass man sagen kann, hey, so sieht, hier haben wir das, komm. Tiefer habe ich jetzt nicht aufgeschlagen, sondern Eris. Also richtig schöne Zeichnungen und hier sogar sind Musiknoten drin. Also richtig schön, wie gesagt, auf Englisch und Deutsch gibt es das nicht. Hat $40 gekostet, aber ist es auch wert. Wert ist natürlich immer relativ, aber richtig schönes Buch. Ja, kann man auch wirklich nur sagen. Ne? Und das Spiel, ich mag es sehr gerne, das Original schon. Das Remake hat mir auch sehr gut gefallen. Aktuell spiele ich gerade Crisis Core, sozusagen eine Teil der Vorgeschichte oder Mittelgeschichte aus dem Spiel, was ja auch im Spiel selbst im klassischen damals behandelt wurde. Und Ende 2023 kommt ja schon der zweite Teil von diesem Remake, was bisher geplant auf 3 Teile ist. Aber wer weiß, vielleicht werden das ja doch noch mehr. Naja, das soll es erstmal zu diesem Buch sein. Was habe ich jetzt noch? Ich habe ein paar Mangas. Nehmen wir die als nächstes. Und zwar habe ich jetzt bekommen noch von Seven Deadly Sins die Ablegerserie Four Nights of the Apocalypse Nummer 3. Oh, bauen wir mal hier unten auf. Dann meine Lieblingsserie von Hiro Mashima, Inzero 18. Auch schon richtig gut. Richtig schöne Science Fiction und auch meine Lieblingsserie mit. Das sind nur meine Lieblingsserien mittlerweile. Ich bin auch so ein bisschen Mainstream, ihr seht es. Es ist jetzt nicht wirklich mehr so eine Sonderserie. Reizt mich gerade nicht. Oder beziehungsweise ist auch die meiste, die ich gelesen habe, ist teilweise abgeschlossen. Hier habe ich jetzt noch Conan 101. Da kommt ja auch alle Jubeljahre ein Band raus. Und ich habe jetzt mitbekommen, gerade auf Netflix ist eine neue, so eine Art Spin-Off-Serie, eine Ablegerserie von Conan in Deutsch draußen. Muss ich mal reinschauen, ich habe es auch noch nicht gesehen. Irgendwas mit The Human Cupid, also das ist das menschliche Opfer oder so. Es ist aus der Sicht eines Täters, so ein Mehrteiler, so ein bisschen parodisch, eine Parodie auf ein bisschen Detective Conan und diesen ganzen Krimis. Mal sehen, wie das wird.
muss ich mich überraschen lassen. Ja, das sind die ganz normalen Preise auch immer gewesen. Das ist ja neu gekauft. Und ebenso weiter habe ich dann einmal der neue Aichiro Oda One Piece 103. Musste auch sein. Und ja gut, das ist natürlich etwas anderes. Und zwar konnte ich auch nicht widerstehen aus dem Carlsen Verlag oder Carlsen Mangas. Lupin, der dritte, die Anthology. Sehr geiles Buch. Vielleicht habt ihr das schon mal vorab gesehen. Ich habe da so ein Video, so ein Talk gemacht, wo ich einfach mal über dieses Comic rede. Und ansonsten kann ich euch auch empfehlen, auf Amazon Prime gibt es auch einen neuen Movie von Lupin der Dritte, auch in Deutsch. Lupin der Dritte vs. Super Trio Cat's Eye. Zu zwei, ja, ein Crossover zweier Manga-Serien. Richtig genial, tolle Action-Komödie und eben halt richtig gut, kann ich nur sagen. Ja, ihr seht, das waren schon fast alles die Bücher und es wird aber trotzdem auch voll. Also, wie es, ihr kennt es, es ist viel. Und die großen Teile kommen noch. Ja, dann habe ich Hörspiele bekommen und zwar habe ich jetzt hier. Ihr wisst ja auch, Captain Future ist auch ein Favorite von mir. Die vorletzte Geschichte des Hörbuches, des lebendigen Hörbuches von Der Triumph von Edmund Hamilton. Die CD habe ich jetzt, sind die Nebellande. Also wie gesagt, die vorletzte. Es gibt dann noch ein einziges. Und dann ist diese Geschichte abgeschlossen. Die soll jetzt, Anfang Februar, das, wo ich es aufnehme. Und ich glaube, irgendwie jetzt zum Ende des Monats kommt dann der letzte Teil raus. Ja, da freue ich mich auch drauf. Und dann zwei Hörspiele. Ich bin ja drei Fragezeichen-Fan und ich bin bei dem einen gar nicht so sicher gewesen, ob ich das schon mal gezeigt habe, aber egal. Einmal drei Fragezeichen und die Teufelsklippe. Kann auch sein, dass ich das in dem einen drei Fragezeichen-Special gezeigt habe. Ist ja auch egal. Manchmal ist es so, man legt die Sachen auf den Haufen und dann ist man sich nicht mehr sicher, wenn ich jetzt hier zusammensuche, was habe ich denn noch nicht gezeigt, weil es ist wirklich eine ganze Menge und man hat das, ich mache nicht immer so nur so einen Haufen, ein Haufen, sondern zig Haufen, was neu ist, weil es ja auch größere Teile sind. So, aber ganz frisch eingetroffen gerade, das weiß ich, das noch nicht von euch gezeigt. Ich habe sie noch nicht mal gehört, weil sie so frisch eingetroffen ist. Die drei Fragezeichen im Wald der Gefahren. 220 Wandermeter, das ist die ganze Sache. Und ja, einfach nur genial, diese als CD wieder zu haben. Dann gab es ein kleines Geschenk von meiner Schwester zu drei Fragezeichen. Und das ist schon etwas älter, aber trotzdem sehr, sehr geckig. Die drei Fragezeichen und der Superkalender. Das ist schon etwas älter, aber eben halt auch eine schöne Sache für 365 Tage. Das sind dann Sprüche, Szenen eben halt aus den drei Fragezeichen. So ein bisschen Wissenswertes. Alles rund um die drei Fragezeichen. Also wirklich, ja, lohnenswert, kann man ja so wirklich sagen. Es lohnt sich. Ja, so, wie gehe ich weiter voran? Dann habe ich eine Kleinigkeit Geschenk gekriegt von meinem guten Freund Stefan. Der hat mir das zum Geburtstag geschenkt. Im Endeffekt schenken wir uns nicht so viel, aber ein bisschen Gag. Ja, man ist irgendwann älter, man schenkt sich sowieso was, wenn man was findet irgendwo. Man hat sich irgendwo so eingebürgert, wenn man was ist irgendwo. Man wartet gar nicht auf den Geburtstag, aber das kann man so sagen, da hat er mir eine Kleinigkeit nur geschenkt und zwar das Batman-Heft, dieses monatliche, was es gibt, mit dieser coolen Batman-Figur drin. Ich habe es noch gar nicht gebaut, aber auch sehr, sehr cool. Und ja, okay, ich habe noch eine Sache, die habe ich mir selbst zum Geburtstag geschenkt und zwar dieses T-Shirt von Tim und Struppi, offiziell aus dem Tim und Struppi Store, das gibt es online, es ist ein französischer Store, es ist aus Frankreich gekommen. Und es hat mich etwa 35 Euro mit Versand gekostet. Also es ist jetzt eben halt auch günstig. Das ist jetzt ein Spezialmotiv. Die machen T-Shirts dann immer nur so eine Zeit lang. Das ist, also wiederholt sich nicht unbedingt. Es sind immer wieder neue Motive. Und ich mag eben halt die Reise zum Mond und Schritte auf den Mond. Das da ist dieses Bild. Das müsste aus Reiseziel kommen. Richtig cool, dieses Motiv. Es hat auch nur hier hinten drin das Logo von Timo Struppi als oder Tintin-Logo. Ansonsten echt, echt toll. Ja, XXL, es fällt aber auch trotzdem ganz klein wenig eng aus. Ich bin auf Diät. Wir arbeiten alle dran. Wenn man älter wird,
was soll man machen? Ja, aber wie gesagt, ich finde es richtig cool. Ne? Das ist so mein persönliches, ich habe mir selbst das geschenkt zum Geburtstag. Oder beziehungsweise jetzt, weil der Moment gerade war. Aber egal, das ist, so ist es ja eben halt immer. Ne? Ja, ansonsten gab es noch eine ganze Menge Toys weiter und ich habe jetzt Lego für euch, was ich jetzt euch zeige. Und zwar hat mein Bruder wieder zugeschlagen, auch im Lego Store, also der Online Store, und hat sich bestellt dieses Avatar Set aus dem ersten Teil. Das ist ja der Kampf zwischen Sully und dem Colonel Quaritch. Auch ein sehr schönes Set. Hat er schon gebaut. Und deswegen werde ich euch nochmal von den gebauten auch hier zusätzlich ein Bild einblenden. So, angehalten am besten. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, also die Figuren sind wirklich gut getroffen. Ja, es ist nicht meine Serie. Ich finde, das reiht hier auch so ein bisschen, ich finde schon fast figurenartig. Es ist irgendwie nicht, fühlt sich nicht nach Lego an. Es ist nicht meine Serie. Was mich eher begeistert ist, das ist ein Sondermodell, was rausgekommen ist, oder auch eine Wiederauflage von diesem Blacktron Cruiser. Den gab es da auch im Store. Der ist auch etwas hochpreisiger mittlerweile, weil es ein bisschen selten ist. Ist auch nicht gebaut. Das ist komplett neu. Auch ein richtig cooles Teil, kann man wirklich sagen. Habe ich das in die Kamera gezeigt? Ich bin so verflext da. Hier seht euch das an. Das muss man einfach noch mal mehrfach zeigen. Hier hinten auch richtig cool, so richtig oldschool. Ab und zu werden ja diese alten Modelle wieder aufgelegt und die kommen ja auch ganz gut an bei den Lego-Fans. So, dann war ich in England einen Tag. Ich wollte eigentlich einen Retro-Store aufsuchen oder Retro-Toy-Store. Gab es nicht wirklich. Also es gab schon welche, aber die waren nicht, da ich nur ganz kurz da war, die waren nicht in der Nähe. Und die in der Nähe waren, waren gerade geschlossen, weil London und hat teilweise Sonderzeiten. Die haben nicht so diese Ladenöffnungszeitsgesetze wie in Deutschland. Da ist am Sonntag teilweise offen, komplett als ein normaler Werktag ist. Also da merkt man diesen Unterschied nicht. Ja, aber so ist es dann manchmal. Aber ich war dort im Lego Store und da habe ich zwei Sachen mitgebracht, exklusive Sets, die zeige ich euch gleich, aber ich möchte auch noch mal kurz darauf hinweisen, ich habe viele dieser Eindrücke, die ich jetzt zuletzt auf meiner London-Reise hatte, entweder habe ich schon in ein Video gepackt, dann könnt ihr das jetzt hier verlinkt sehen, ansonsten müsst ihr mal darauf achten, auf künftig, es wird noch mal ein London-Video kommen, wo ich ein bisschen über London rede, so ein paar Erfahrungen und wo ich euch auch viel zeige von London, ne? Und das einfach mal so ein bisschen drüber erzähle, weil es ist eine schöne Stadt, es ist wirklich sehenswert und ich bin jetzt schon zigmal da gewesen und ich werde immer wieder überrascht. Und da quatsche ich dann einfach ein bisschen mit euch drüber. Aber entweder ist es zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr dieses Video seht, schon da, dann müsst ihr im Verlauf gucken oder es ist hier verlinkt, also in meinem ganzen Videoverlauf, oder ja, es kommt noch, ne, weil das ist kein Video, was mal so eben wie dieses Pickup-Video so in einem Zug durchgedreht werden kann. Ja, da zeige ich sehr viele Fotos und teilweise vielleicht mal Videoausschnitte, was ich so habe. Hier und da habe ich auch Videos ja auch gemacht. Gut, jetzt wollte ich aber die Sets vom Lego Store sehen, aber bevor ich die euch zeige, ich zeige erstmal eins und dann das zweite. Und zwar das erste, was ich gekauft habe, das ist exklusiv gewesen. Beide Sets übrigens zusammen haben mich 20 Pfund gekostet. Das war so. Diesen Londoner Bus, den gibt es nur exklusiv dort im Toy Store, im Lego Store. Und dieser Lego Store war wirklich ein Erlebnis. Der hatte da richtig schön aufgebaute Dioramen. In dem Sinne werde ich euch jetzt hier mal kurz ein Bild einblenden, wie ich in einem Lego Aston Martin DB5 sitze. Und zwar haben sie da eben halt James Bond in Lego-Größe aufgebaut und das Auto fast in Originalgröße. Ich habe mich hinter dem Steuer fotografieren lassen und man hält da auch ein echtes DB5 Lenkrad in den Händen. Also richtig Wahnsinn. Aber wenn ihr mal auf meinen Instagram-Kanal geht, der Link ist auch hier unten in der Videobeschreibung mit drin. Da habe ich auch Sascha on Tour, einen kleinen Reiter. Oder in meinen Stories sind die auch zu finden teilweise gewesen. Auf jeden Fall gibt es einen Reiter Sascha on Tour. Da könnt ihr meine ganzen Instagram-Stories sehen. Und da habe ich eine ganze Menge Fotos und Eindrücke von dieser letzten Reise gemacht. Und da sind auch von dem Lego Toy Store noch mehr Fotos. Also schaut mal rein, lohnt sich. Wie gesagt, dieses coole Set gibt es, wie gesagt, nur exklusiv und deswegen habe ich zugegriffen. Plus dieses Set, was es auch exklusiv gibt, das fand ich auch richtig klasse.
Einmal so ein Mini-London-Postkarten-Lego-Style. Richtig geil. Und wie gesagt, die haben 20 Pfund gekostet zusammen. Ja, dafür lohnt sich das wirklich. Und ich möchte euch in diesem Fall noch einen Tipp geben. Ein London-Tipp, Toy-Tipp. Was ich fast übersehen hätte, weil ihr müsst ja, wenn ihr fliegt, ich musste, bin ja von Hamburg, wo in meinen Flughafen, nach Heathrow, London geflogen und auch wieder zurück. Und ihr kennt es ja, wenn man fliegt, man muss durch Security. Und ich hatte in einen Metallstreifen drin, einen Sicherheitsstreifen. Das haben die nicht sofort gefunden. Das heißt, es dauerte. Und ich hatte Glück, dass sie diese Box nicht aufreißen mussten, weil der nur drin steckte. Deswegen der Tipp. Ich muss mir das auch merken, sprecht mit dem Verkäufer, ob solche Sachen drin sind. Ich meine, in Deutschland kümmern wir uns nicht drum, aber wenn ihr reist, ist es gar nicht so schlecht, weil sonst habt ihr Probleme beim Zoll, es wird vielleicht geöffnet und ihr ärgert euch hinterher. Ich weiß zum Beispiel auch, wenn ihr Tee dort kauft oder so, ihr könnt das extra versiegeln lassen, damit der Zoll weiß, da ist jetzt nichts manipuliert. Es gibt so offizielle Siegel. Die Geschäfte dort sind auf diesen Zoll oder diesen Flughafen, ja, wie kann man es sonst sagen, also auf diese Sache vorbereitet für die Flughafen-Security. Weil die wissen, dass sehr viele Touristen kommen, die dann eben halt zurückfliegen müssen. Also das ist in London immer sehr, sehr vorteilhaft. So, das nochmal, die Tipps so am Rande des Ganzen. Ihr seht, der Tisch wird voll und für die Gesamtaufnahme werde ich da auch viel mehr basteln müssen. So, weiter geht es. Ihr wollt ja auch wissen, worum es geht. Als nächstes ist Star Wars dran. Es gibt neues Star Wars Spielzeug. Mein Bruder hat sich aus der Black Series geholt, den von Jedi Survivor, den Kyle Kestris in dieser schönen Edition. Und was ihr jetzt auch seht, was da neu ist, die sparen immer mehr Plastik ein. Das heißt, es ist hier nur noch ein Artwork drauf, es ist nur noch Pappe und da drin ist dann die Figur, was auf eine Art auch sehr schade ist. Ich bin zum Beispiel einer, der gerne Fenster hat, weil ich möchte das gerne sehen und ich möchte mir sie auch so hinstellen. Mein Bruder ist auch teilweise ähnlich, immer auspacken ist auch nicht sein Ding. Und gerade finde ich, wenn man es für Sammler macht, dann finde ich diese Reinpappsachen ist nicht so passend. Es ist teilweise geöffnet worden, glaube ich, es ist hier noch nicht geöffnet, aber... auch die Klebestreifen werden weniger reduziert, da eben halt, sie sind mehr so zusammengesteckt und man muss aufpassen, dass man die auch nicht kaputt macht. Na, kann ich das da hinstellen? Ja, das geht sogar. Und das nächste, was wir haben, das und das nächste Teil waren im Hasbro Pulse Store Europa, sozusagen deutschen Store, eingekauft und zu den normalen Preisen. Und das andere ist auch so ein Star Wars, ein bisschen Retro-Style. Und zwar das Speederbike und der Scout Trooper. Absolut kultig. Ja, wer kennt es nicht von Rückkehr der Jedi-Ritter? Absolut mega. Das kann ich nur sagen. Ich finde es auch richtig cool. Ich kann euch das jetzt nicht zeigen, weil es ist jetzt noch verschlossen. Ich werde jetzt auch hier gleich ein Foto einblenden. Denn der Scout Trooper ist auf einer Card extra da drin, neben dem Speederbike. Ich habe es ausgepackt oder mein Bruder hat es ausgepackt und deswegen muss ich euch leider hier jetzt ein Foto einblenden. Aber es ist ein richtig cooles Set und ja, das lohnt sich wirklich. Hier nochmal von hinten, einfach nur kultig. Ja, ich stelle zu, anders geht's nicht. So, und jetzt zeige ich euch ein echtes Highlight, auch von Star Wars, was ich gesehen habe. Mich sofort drin, ja, nicht verliebt, aber sofort geflasht war, das musste ich einfach haben. Das war von eBay Kleinanzeigen. Ich habe dafür, ich glaube, 10 Euro inklusive Versand bezahlt. Und es ist echt geil. Und zwar handelt es sich, ja, ich habe es auch schon, aber nicht in dieser Form. Und irgendwie hat mich es angelächelt, ich muss es haben. Und zwar habe ich mir das Sticker-Album von Die Rückkehr der Jedi-Ritter gekauft. Jetzt Lehralbum. Das ist in einem traumhaften, neuwertigen, neuen Zustand. Und das stammt von 1983, wohlgemerkt, 83. Ich habe dieses Album selbst, ich habe es auch vollständig. Ihr seht jetzt hier, es ist komplett leer. Das ist nicht ein einziger Sticker reingeklebt. Das Ding ist wie neu, das glänzt richtig. Da ist so gut fast ein minimale Einknicke, die aber... Aber nicht wirklich. Es ist also wirklich neuwertiger Zustand. Also es ist Wahnsinn. Ich bin völlig geflasht.
auch leuchtet es richtig. Ich habe das selbst als Album bereits gehabt in der Kindheit, also in den 80er, wirklich 83 gesammelt, als der Film rauskam. Ich habe es auch vollständig und ich habe ein Video dazu gemacht, wie ich es durchblättere. Das ist jetzt hier verlinkt. Schaut euch das mal an. Es lohnt sich wirklich. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich dazu quatsche oder ob nur Musik läuft. Auf jeden Fall lohnt es sich wirklich, das sich einfach mal anzuschauen. Das ist einfach nur großartig. Also das gab es. Und dann noch für diesen Schnapperpreis von 10 Euro. Also da konnte ich nicht widerstehen. Also das ist wirklich ein echtes Highlight. Ja. Und dann geht es mit zwei weiteren Sachen weiter. Auch nochmal eine Sache von Hasbro Pulz. Und zwar ein Brettspiel, ein Add-on zu Hero Quest, die Spiegelmagierin Abenteuerpack. Das ist ein Add-on, wie ich so sagte. Es ist jetzt auch das aktuelle, es ist gerade erst rausgekommen. Die haben auch jetzt hier so das Eingeschweißte weggelassen. Dafür ist so ein, ja, so ein zusätzlicher, das ist so ein, hier kann man kaum sehen, hier so ein Pappteil, was das hält, was das gleiche Artwork beinhaltet. Was so mit ganz zwei kleinen sozusagen Art Klebestreifen nur befestigt ist, was sozusagen den Deckel hält. Ansonsten ist das wieder sehr hochwertig alles gemacht. Das Besondere an diesem Set ist, dass es vorher, also als es noch unter MB-Spiele gab, sind, ich rede zu schnell. Also nochmal von vorne. Hero Quest ist eigentlich auch ein Spiel, was ganz grob gesagt 80er, 90er schon mal erschienen ist. Und noch unter dem Label MB, aber was auch zu Hasbro schon gehörte. Und ja, wie gesagt, das ist auch das Original auch sehr teuer gehandelt, kann man wirklich so sagen, dieses Hero Quest. Dann gab es dann drei Add-ons zu und das war's. So, inzwischen, weil die Nachfrage da war, wurde dieses Set und auch diese drei Add-ons neu aufgelegt, auch im Deutschen. Ja, aber die haben sich nicht lumpen lassen und gesagt, wir bringen noch neue Sachen raus. Und dieses Set, ich weiß gar nicht, was von damals ist, auf jeden Fall ist das ein vorher USA-exklusives Set gewesen, was sie jetzt eingedeutscht haben, auch für uns. Also richtig cool. Ihr könnt es sehen hier, auch eine Menge dabei und ist auch richtig gewichtig, richtig cool. Und ja, lohnt sich wirklich, wenn man diese Serie sammelt oder auch spielt, das sich zuzulegen. Ja, und ähnlich ist es jetzt auch bei einer anderen, beim anderen Brettspiel, was mein Bruder sich zugelegt hat. Ich habe euch das in der Vergangenheit auch schon gezeigt. Und zwar geht es um Horizon Zero Dawn, das Board Game. Da fehlte meinem Bruder noch etwas von The Frozen Wilds in einem Expansion Set. Das hat er sich zugelegt. Das ist jetzt wirklich nur Expansion. Das sind jetzt mehrere Figuren, Karten und zwei, drei Karten. Also Boards dabei, so Teile des Brettspiels zur Erweiterung der Landschaft. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ist alles noch verschweißt fast. Ja, so ist das dazu gekommen. Ansonsten, was habe ich jetzt noch? Ein einziges Brettspiel gibt es noch zu zeigen. Das habe ich mir gekauft. Ich habe da mit Versand 10 Euro bezahlt. Und ja, was soll ich dazu sonst anders sagen? 10 Euro habe ich bezahlt. Und zwar von Schmidt-Spiele. Oder Ass, besser gesagt, nicht Schmidt-Spiele, von Ass James Bond. Das Agentenspiel. Schön mit einem Cover, was vom Hauch des Todes Plakat ja nicht inspiriert ist, sondern es ist wirklich als Actionplakat. Das war bei uns nicht so häufig zu sehen. Ist ein ganz simples Agentenspiel oder Spiel für vier bis sechs Spieler, kann man so sagen. Kann man auch zu zweit spielen, aber mit man muss mindestens mit drei Leuten spielen, damit es sich lohnt. Also na, bis sechs Spieler kann man es machen. Es lohnt sich wirklich, es ist sehr, sehr lustig. Ja, sehr amüsant. Ja, und macht auch tierisch Spaß. Ich habe es mit zwei Freunden gespielt. Die waren jetzt nicht die Brettspieler, aber egal. Ich finde es ein schöner Klassiker und ja, man kann spielen. Also es ist sozusagen, man muss sich so, hat so Aufgaben zu erfüllen und muss so Punkte sammeln oder ergaunern sozusagen durch Duelle direkte und ja, da muss man den Bösewicht überführen sozusagen. Ganz simpel, aber es macht Spaß und es gehört einfach in meine Sammlung. Ja, das war's auch schon. Das war schon hier die ganzen Pickups von Toys, Mangas und Co. So wie gesagt, am Anfang hatte ich ja erwähnt, Computerspiele und
diesmal auch Filme, weil es ein bisschen mehr sind, haben ein extra Video. Ansonsten, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe euch ein bisschen was sagen können, beziehungsweise zeigen. Es geht ja mehr ums Zeigen. Wie auch, wie immer, sage ich mal so, ihr könnt liken, ihr könnt teilen, abonnieren. Und ja, sprecht mit mir in den Kommentaren. Gibt es Dinge, die ihr nochmal genauer wissen wollt, die ihr genauer sehen wollt? Ich kann euch die Dinge auch immer mal wieder zeigen, wenn ihr Lust habt oder so. Es gibt ja die Möglichkeit, Short-Videos zu machen. Da könnt ihr sicherlich auch Dinge sehen, dann nochmal genauer. Ansonsten kann ich auch nochmal meinen Instagram-Kanal empfehlen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Denn da habe ich immer mal Highlights von dem, was ich hier habe, auch nochmal extra gezeigt. Eigentlich müsste ich noch viel mehr zeigen. Ich komme gar nicht dazu, alles zu zeigen. Immer wieder. Aber ich zeige sehr viel da. Schaut da mal rein. Da gibt es echt viel zu sehen. Ansonsten, ja, danke ich fürs Einschalten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.